Oh, hallo und herzlich willkommen. Neue Episode Heldenliga. Lin und Phallus in the building. Immer wieder da. 130 Siege, 124 Niederlagen. Boom. Ja, und du bist immer noch mit Abatur the King on the Road. Ja, also statistisch, ne? Statistisch. Ja, ich habe ja auch noch den Serratul hier stehen. Wobei du mehr Niederlagen mit ihm hast als Wins. Ja. Meiste Siege mit in der Heldenliga. Nach wie vor Serratul. Schauen wir mal nach. Hier steht's. Meiste Siege mit Abatur. Boah, Leorik ist aber auch nah dran, muss man sagen. Mittlerweile, ja. Aber was heißt nah dran? Es fehlen noch 30 Wins. Mhm. Über 30 Wins. Ich hab mit Thrall gut aufgeholt. Der hat schon fast Keltas überholt. Ja, ja. Schade, dass man nicht sehen kann, wie viele Runden ich mit Rainer in der Heldenliga war. Könnte eigentlich mal ein bisschen detaillierter sein, da würde ich mich freuen. Stimmt. Sonst würde ich jetzt hier auf das Rainer-Bild klicken und dann genau sehen, wie oft ich denn verloren habe mit dem. Auf jeden Fall hier, Türme des Unheils, Boom. Lieblingskarte. Ich sag dir so, mir liegt die Karte auch, aber ich hätte halt dreimal mehr Scheißmates. Ja, das ich weiß, wie es ist. Guck mal, das Witzige ist ja in der Schnellsuche, the worst. Ja. Ja. Bei mir ist es nicht anders. Das ist irgendwie, ne? Zweitschlechteste Karte. Ja, ne, auch schlechteste. Beides 45%. Ja. Ja. Mit Höllenschrein in der Schnellsuche. Ja, wenn halt, wenn die Mates es nicht raffen, was willst du dann machen? Ja, richtig. Und Drachengarten ist auf jeden Fall meine Most-Win-Karte mit Abatur immer gewesen. Mhm. Deswegen ich überlege, auf der Karte vielleicht wieder auf Abatur umzusteigen. Oh, es geht los, glaube ich. Wir könnten auf der Karte aber Tobi dann spielen. Ja, und Höllenschrein ist gerade so mein Problemkind. Leorik, ist doch gut. Ah, Schalanore. Aber die Karte verliere ich halt oft, ne? Echt? Ja. Ich weiß nicht warum, aber die verliere ich oft. Ich glaube, das ist meine viertbeste Karte, glaube ich. Ja, ich weiß. Mhm. Ich sag doch, es gibt Karten, die liegen einem mehr und die liegen einem weniger. Du hast zum Beispiel als Sorgenkind die Dublonen abgeben. Und das ist mein und Tempel. Tempel auch? Mhm. Naja, das ist jedenfalls auf jeden Fall definitiv mein Sorgenkind. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber irgendwie haut es nicht hin. Oft. Ich glaube, ich nehme Thrall, oder? Apple King, boom. Ja, Zagara und Usa wäre doch okay. Auf in den Kampf! Also wie gesagt, auf der Karte will ich mich ja gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ne? Aber mein Problem ist ja immer Abatur und Illidan hätten wir auch machen können, aber nicht unbedingt als First Pick, ne? Das ist das Doofe. Ja. Mein Problem ist ja nur, dann wird man so überfahren, wenn man. Also ich wäre der Einzige, der Schaden fressen kann. Und dann walzen die beiden einfach drüber. Wenn man nicht zwei Tanks hat. Und trotzdem beide Teams zusammen clashen, weißt du? Was soll das denn hier für ein Pick sein? Das Licht lässt niemanden im Stich. Naja. Das kann er wählen, was er will. Aber ich wäre schon für den zweiten Tank, ehrlich gesagt. Kann jederzeit losgehen. Funkelchen? Funkelchen, you matter. Komm, weil die keinen Healer haben, weißt du? Naja. Ja, okay, das endet die Sache natürlich. Dann reicht doch ein Tank. Ja, gut. Zumindest. Ja, ja.
Zumindest wenn Jenna nicht auf Karboff ist. Vielleicht hast du es wieder übertrieben. Die knattert da vor sich her. Hallo, Guys! So. Guys! So, was haben wir jetzt? 13er Swirl! 15er Leo, 14er Usa, 14er Zagara, 12er Jaina. Diablo Placement? Achso. Ah, Diablo ist irgendwas Hohes, weil er mit. Ja, genau. Aber Diablo, ich sag dir so, ist mein Lieblings-Counterpick, wenn ich Leoric hab. Sehr viel Lebenspunkte, die schön abgesoakt werden können. Ey, ich hab eben ein Heldenliga-Spiel gehabt. Junge, Junge. Mit dem Beineberg zusammen. Ich sag dir, Alter, ich hab so geflucht über den Enemy Diablo, ne? Der hat mich nur gestunt, die ganze Zeit. Mit der Ulti, mit dem Stoßen, mit dem Rumheben. Ich konnte nichts machen. Dazu noch ein anderer, der gestunt hat. Da ging gar nichts. Richtig schlimm. War richtig anstrengend. Ja, aber so gut wird er wohl hoffentlich nicht sein. Ich roh mal mit unten erstmal, in der Mitte, meine ich. Okay. Und dann, ja, weil der Uther auch die Globes haben will. Mhm. Und dann roh ich mit dem hoch und runter oder so. Irgendwas in der Richtung. Okay. Siehst du? Best Counter Peak. Fast down, der Typ. Raffiniert. Oh, erstes Globe geholt. Vermutlich. Ich spiele noch ein bisschen mit Funkelchen in der Zeit. Ja. Hast du? Funkelchen? Ja, dann kannst du von mir aus wieder in Mitte gehen. Ja. Gut geholt. Ich komm wieder hoch. Ich bin ein Eichhörnchen. Das ist geil. Nur vier Globes. I wait for you. Eventuell, nur als Idee, Kürze aktiviert. Helden, macht euch bereit. Wäre hier sogar, wenn Diener platzen, kriegst du Leben. Nee, sinnvoll. Meinst du nicht? Auch nicht beim Schreine? Wenn du mitten kriegst? Nee, Schrein ist kein Diener. Schrein ist nicht Diener. Sicher? Ja. Aktiviert den Schrein und richtet seine Wächter. Dann soll uns der Bestrafer hörig sein. Get us down. Sehr, sehr geil. Keep it up, guys. Keep it up. Nein, ich hätte Sylvanas fast gekillt, Mann. Ich bin schon gleich draufgegangen, das ist nicht schon mal gewesen. Da ist mein Life. Ach Gott, wie die nur weggekommen ist. Leute! Ja, aber wenn du gesehen hättest, wie knapp das gewesen ist, dann hättest du dich genauso geärgert. Komm hier. Putz, Junge. Thrall in the building. Sandwich war das, ne? Sandwich. Wer will aus dem Wald runtergehen? Keine Ahnung. Ich habe auch wenig Mana, aber das ist mir jetzt auch egal. Wir brauchen noch ein paar Dinger hier, ne? Ja, eben. Deswegen, ich bin noch neben dir da. Ja, ich meine, die Mates. Oh. Jetzt kann man auch schön beim Brunnen trinken. Lass einen Mausersturm auf die Truppen der Hölle niedergehen. Ja, okay. Aber ist ja nicht schlimm. Ich bin ja relativ fix wieder da. Richtig. Zagara down. Babu. Der Gegner konnte unseren Bestrafer bezwingen. Ach, so schnell? Ja. Hast kein Support. Ja, okay. Komm, seht ihr die Gegner? Ich hab aber jemanden im Schlepptau, ne? Ja, ich hab die Kugel noch nicht gelootet. Sehr gut. Jetzt. Danke. Die kommen jetzt, ne? Ja, ja.
gehe schon mal davon aus. Wieso? Ich weiß nicht. Das killt das. Zwei sind Bot auf jeden Fall, Sylvanas und Fumchin. Sorry. Ah, vielleicht krieg ich. Nice. Komm. Nice. Geh mal ein bisschen dazwischen. Gut. Schön. Ja. Sehr schön. Ich sag ja, mein Lieblingsgegner als Leoric. Ja, wie gesagt, normalerweise bin ich da auch nicht so mit Skrull. Macht mir das auch nicht so aus, aber der eine Diablo aus dem einen Spiel, der war so krass. Da war nicht viel zu holen. Ja, Pull Position. Hat. Ein Schrein baut Energie auf. Macht euch bereit, ihn zu aktivieren. Bam. Nice. Good timing for kill, by the way. Aber sie wollen mich jetzt. Lasst nicht zu, dass unser Gegner die Macht des Bestrafers beansprucht. Hier rumbuggen, Junge. Komm! Ah! Ich bin den Weg gelaufen. Ja, ich konnte auch nicht riskieren, weiter drauf zu bleiben. Nice. Der Kältas von denen ist echt ein bisschen sehr greedy, ey. Okay, Diablo, okay. Können wir machen. Gar kein Problem. Raider, hm? Ja, komm, weiter komm. Mit den ja, Fokus die Möpse, ne? Nicht warten, bis sie wieder voll sind. Oh, Ultimate Time. Weißt du, was auch richtig geil ist, habe ich festgestellt? Was? Meine Ulti in Kombination mit dem Dance vom, Du weißt. Ja, klar. ETC. Elite Taurin Chief Day. Der hält die fest und ich charge an meinem Teil durch, Junge. Das geht so ab. Ja klar, die ETC Dance, da klappt vieles mit, ne? Jaina Ulti auch. Oh, geil eingesaugt, Junge. Gelegenheiten. Ah, ich bin geblockt. Ah, okay. Nehme ich halt die Kälte, das ist auch okay. Putz, Junge. Und dann Diablo. Okay, ich geh weg. Keine Mana, da kämpfe ich nicht, ne? Ja, alles über drei. So, Kügelchen. Oh, wait for the Kügelchen. Nice. Oh, Pull Position und Push with the Boss, ne? Bisschen Mana habe für the Fight. Ja. Für the Fightings, ne? So. Botsom von NVM. Oh, Diablo festgehalten. Okay, ich gehe schon. Und Ultimate rein. Diablo weg. Und abgeholt. Alles klar. Wie gesagt, wenn ein Kill einigermaßen sicher ist, dann haue ich die Ulti raus. Festgehalten. Boom. The Life Soak. Yes. Und ich hoffe. Soweit so gut. Aber das hatten wir schon oft. Ja, ja. Early Game ist immer gut. Alles klar. Obwohl Leoric Tower Defense ja eigentlich late Game. Ja, ja, ja. So, soweit so gut. Ich empfehle. Dann mach ich, du bist special. Ich schaff's ja wohl allein. Ich weiß nicht, ob ich das hier allein schaff. Doch, komm, ich komm mal.
Thrall ist nicht so der Campmaster, ne? Ich auch nicht. Das geht. Also der schafft das schon, nur dann muss ich halt wieder Porter Back machen, weil ich so low bin und so. Das ist halt blöd. Auf jeder Lane ist einer, außer Bot. Gut gemacht. Oh, da oben ist Keltas. Der lässt sich doch so gerne abholen. Mal gucken. Schrein sammelt sich Energiehelden. Okay, du hast was dran. Sag dann. Jetzt meine Ulti natürlich raus, aber dafür bist du gerettet, ne? Sicher. Vorwärts. Oh, der Keltas hat seine Bomben auf mich drauf geballert, Junge. Das war richtig hart. Oh nein. Nix mehr, Junge. Nix mehr hat der. Ja, nice. Der Diablo, Giant Killer. Boom. Ich geh jetzt mal mit dem Dinger kümmern, ne? Ja. Do it. Wir kommen auch. Nice, very, very nice. Wie ich den mit dem Kettenblitz angeschossen habe und wie unbeeindruckt da oben weiterstehen die beiden. Oh, ein bisschen seltsam, ne? Nice, Junge. Richtig nice. Vor allem wegen dem Doppelkügelchen, das ist dreimal da. Vor mir, Keltas for free, Keltas for free! Keltas for free, nice! Okay, Ulti-Time, Ulti-Time, Ulti-Time! So, Funkelchen, down! Da ist noch eine Sylvanas, die es wissen will. Kettenblitz. Ah, gut weggeslidet. The building. Building is going down. Drei sind noch tot von denen. Sehr gut. Du bist da hier für Kügelchen, ne? Gut. Keltas and alone in the Tropfsteinhöhle. Ich mach mal noch. Ah! Boss hat ihn gehalten, ich stun ihn nochmal. Ach, Gold. Oh, Diablo, Diablo, Diablo. Oh, down. Diablo hat keine Chance gegen Jorik, das sag ich hier so. Ja. Und back. Wir sollten diese Söldnerlage einnehmen. Diese Söldnerlage ein. Schick, schick. Das untere Kügelchen noch mitgenommen. Schon wieder Mana-Probleme. Weißt du was? Ich sag dir eine Sache. Ich klopf den jetzt noch mit um. Ja, und jetzt mach ich schon mal Porter weg. Okay, funktioniert nicht. Ah, ein Tap-Vorgang. Nicht der Kügelchen noch. Dann kannst du oben zum anderen Camp gehen. Da stoß ich jetzt dazu. I need that more. Ja. Bei mir ist es so, ich krieg den Camp zwar auch alleine runter, auf dem Level, das wir jetzt haben. Das dauert zu lange, ne? Genau, das dauert eine Ewigkeit. Genau. Komm, ich geh schon mal Hardcamp. Ja. Plus, jedes Camp ist nochmal extra Kügelchen. Richtig. Oh, in der Mitte ist Diablo for free. Ich stun ihn direkt. Ultimate. Boom, Junge. Ach, war das ein schöner Engage. Ja. Tempel. Ja. Diablo ist zwar instant wieder da, aber der hat ja dann keine Dinger mehr oder so. War ja. Das doch, ne?
Okay. Die Zeit ist gekommen. Bezwingt die Schreinwächter und schickt ja, noch 35 Sekunden bis Ulti. Ja komm, ich helfe mal hier die Dinger wegkloppen. Ich glaube, die haben es so ein bisschen aufgegeben mit den, mit den Schreinen, wa? You can't! We need XP! Die sind im Level höher! Don't fight! Da! Typische BDS-Gedinger. Ja. Let's him win! Ja, let's him win! Oh, fünf Dinger noch hier, zack. Kettenblitz. Noch ein Kügelchen für dich. So, und jetzt gibt's hier nochmal ein Engage. Ulti ist ready. Und Stun rein. Funkelchen, Tropfsteinhöhle. Nein, okay. Okay, das hätte ein bisschen schöner sein können. Ich hab Kälters Platz gemacht. Ah, gut. Sehr gut. Sehr gut. Hat sich ja doch gelohnt. Oh, du bist unten noch am Spielen mit denen. Sag das doch. Komm mir zu Hilfe. Kein Problem. Brauche ich Hilfe? So, okay. Das war doch nur Diablo. Und ich habe noch einen großen Freund dabei gehabt. Okay. Boah, der Pressure ist real, ne? Das finde ich an der Karte so geil, wenn du einmal zwei, drei Bestrafer hattest und dann im Strom mitschwimmst, dann gibt's so gut wie kein Comeback, ne? Ich meine, das kann auch negativ sich auswirken, aber im Early Game ist ja seltener Problem, ne? Schild hat Kelter schon geused, das heißt eigentlich. Komm, eine Sekunde ist Ulti ready. So, alles klar. Oh, okay, wir können hier von hinten Action. Checkportungen, alles klar. Ja, okay, das haben wir klar. Ach so, Rückzug jetzt. Ach, wir waren noch nicht zu fünft. Ja, okay, das erklärt was. Oh, nicht zu mir. Slow Motion. Und gleich bin ich wieder da. Slow. The never ending slow. To death. Oh, da hat jemand geübt. Top someone. Go top yourself, Alter. Ja. Was interessieren mich die Möpse da, die zerplatzen an der Wall. Wir haben noch genug, Komm, andere auch noch. Nicht schon wie Rap, Mann. Fordert die Macht des Bestrafers. Ja, ich mach Quarterback, damit ich Mana hab. So. Und dann laufe ich hoch. Raffiniert. Na komm! Links da. Nein! Ah, wenigstens habe ich die hinten um zwei getroffen, aber oh, schön! Der Durchcharger, Junge! What? Deswegen die Ulti. Nur deswegen. Scheiß auf den Cage, Junge. Einfach Bots durch, Junge. Finish! Ein Arkan-Bestrafer. Ein Arkan-Bestrafer. Ist das nicht der geilste? Nee, das ist Eisbestrafer. Ja, ich finde den Strahlbestrafer so geil, wo ich mir nie merken kann, wie der heißt. Ist das nicht Arkan? Ja,
Ja, deswegen habe ich das gedacht. Aber da steht Eisbestrafer im Text. Die Sensen müssen Eisbestrafer haben. Das GG schon reicht? Ja, ganz sicher. Ich denke schon. Nee, die kommen ja jetzt alle wieder. Ich habe in 2 Sekunden Ulti wieder ready. Wenn die rauslaufen, kriegen die direkt mein Ding ab. Ja, mir dauert schon ein bisschen, bis meine Ulti wieder ready ist. Das ist not so easy. Okay, das wird jetzt sein. Charge auf hell durch, weiß ich kann. GG. Ich danke dir. Wie Schaden der gefressen hat, weil ich ihn die ganze Zeit am Sack hatte. Ja, geil. Check the stats. Check the talents. Ja, ich auch. Weiter geht's.